Beim Verkauf deiner Immobilie an deine Immobilien GmbH fällt Grunderwerbsteuer an. In den meisten Bundesländern sind das 5%, in manchen Bundesländern sogar 6,5%. Und diesen hohen transaktionsbezogenen Kosten sind häufig ein Hemmnis bei der optimalen Steuergestaltung. Wir wollen dir heute eine Gestaltung zeigen, wie du diese Grunderwerbsteuer jetzt auf lediglich 0,5% senken kannst. Bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Der Regelfall beim Verkauf einer Immobilie ist ja, dass man einen möglichst hohen Verkaufspreis als Verkäufer und einen möglichst niedrigen Kaufpreis als Käufer bezahlen möchte. Das heißt, wir haben hier im Regelfall ein gutes Mischungsverhältnis aus Angebot und Nachfrage und dann eben einen marktüblichen Angebots- und Nachfragepreis, den wir tatsächlich bezahlen. Jetzt gibt es aber auch durchaus auch Gestaltungen, bei denen es nicht unbedingt darauf ankommt, dass wir auch tatsächlich den höchstmöglichen Wert erzielen. Das kann zum Beispiel sein, du hast eine Immobilie, die hast du bereits seit mehr als 10 Jahren, kannst dies also steuerfrei verkaufen und sagst jetzt, damit ich neues Abschreibungspotenzial heben kann und künftig auf meine Immobilieneinnahme nur noch 15% Steuern bezahlen möchte, möchte ich diese Immobilie einfach an die GmbH verkaufen. Da kann es ja also durchaus auch sein, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, dass du den höchstmöglichen Kaufpreis erzielen möchten. Verkaufst du jetzt deine Immobilie von dir privat an deine GmbH, fällt darauf Grunderwerbsteuer an. Die Grunderwerbsteuer beträgt in den meisten Bundesländern 5%, in manchen Bundesländern sogar bis zu 6,5%. Das sind also hier hohe Einmalkosten und Transaktionskosten, die uns einfach davon abhalten, jetzt diese Steuergestaltung umzusetzen und dann auch nachhaltig Steuern zu sparen. Jetzt wollen wir uns heute einmal anschauen, gibt es dafür vielleicht eine Möglichkeit, wie wir das Ganze noch optimieren können. Für unseren Beispielfall nehmen wir eine Immobilie, die hast du gekauft für 1 Million. Nach 10 Jahren ist der Wert ordentlich gewachsen, jetzt haben wir vielleicht 2 Millionen als Wert. Und würden wir jetzt diese Immobilie übertragen, von dir eben an deine Immobiliengesellschaft, dann unterliegt das Ganze der Grunderwerbsteuer. Dazu schauen wir dann einmal in das Grunderwerbsteuergesetz, in dem § 8 Absatz 1. Da steht ja dann so schön drin, die Steuer bemisst sich nach dem Wert der Gegenleistung. Das heißt, wir müssen einfach hier dann schauen, wie hoch ist denn wirklich unsere Gegenleistung? 2 Millionen, jetzt nehmen wir hier den Standardfall, 5% Grunderwerbsteuer darauf, würde ja bedeuten, auf unsere 2 Millionen, die wir jetzt von der GmbH haben möchten, müssen wir 100.000 Euro Grunderwerbsteuer zahlen. Das ist natürlich blöd, tut ganz schön weh und ist erstmal ein Riesenbatzen, den wir wahrscheinlich wieder über die Bank fremdfinanzieren müssen und so weiter. Jetzt gibt es aber auch da noch eine Besonderheit, und zwar, dass hier die Grunderwerbsteuer im Grunderwerbsteuergesetz ja lediglich sagt, die Steuer bemisst sich nach dem Wert der Gegenleistung. Also dann können wir doch auch einfach hergehen und sagen, wir verkaufen unsere Immobilie vielleicht nicht für 2 Millionen, sondern für einen geringeren Betrag. Und genau das war ein Fall, der bereits 1989 vom BFH verhandelt wurde. Da gab es eine etwas kompliziertere Umgestaltung einer Personengesellschaft. Und dort war dann eben auch der Fall so gelagert, dass die Immobilie lediglich zu einem Wert von 6% des damals üblichen Marktwertes veräußert wurde. Und der BFH sagt da ganz klar, naja, gucken wir doch einfach mal ins Gesetz. Da steht drin, die Steuer bemisst sich nach dem Wert der Gegenleistung. Unsere Gegenleistung beträgt eben hier lediglich 6%. Also das ist ja mehr als nur eine zum Schein getroffene Zahl und eben nicht nur 1 Euro oder quasi geschenkt. Wir haben auch keine anderen Auffangtatbestände aus dem Grunderwerbsteuergesetz, weshalb wir sagen müssten, wir können hier mit einem gemeinen Wert oder sonst irgendwas Ähnlichem arbeiten. Also sagt der BFH, Blick ins Gesetz, das ist die Zahl, die ist vereinbart hier, das ist die Gegenleistung, darauf wird die Grunderwerbsteuer fällig. Also ist doch eine super spannende Gestaltung und tolle Idee. Schauen wir das uns also für unseren Fall an. Nehmen wir jetzt vielleicht nicht, wie im BFH entschiedenen Fall, 10%. 6%, sondern sind wir sogar großzügig und sagen vielleicht, wir nehmen 10%. Also verkaufen wir eben unsere Immobilie nicht für 2 Millionen, sondern für lediglich 200.000 Euro. Bei dir auf privater Ebene ist die Immobilie länger als 10 Jahre in deinem persönlichen Besitz. Das heißt, hier ist ein Gewinn oder Verlust sogar völlig steuerlich unerheblich. Brauchen wir nichts weiter zu beachten. Auf Ebene der GmbH haben wir dann auch ganz normale Anschaffungskosten. Das schauen wir uns gleich im Detail dazu an. Und haben aber dann eben für die Grunderwerbsteuer den wichtigen Fall, dass wir hier 200.000 Euro Anschaffungskosten haben und auf diese 200.000 Euro eben nur noch unsere Grunderwerbsteuer von jetzt 5% haben. Das heißt, in dem Fall wären es lediglich 10.000 Euro. Und damit haben wir es eben geschafft, dass wir bei einem Immobilienwert von 2 Millionen tatsächlich nur noch 10.000 Euro Grunderwerbsteuer bezahlen, also 0,5%. Das ist eine spannende Gestaltung. Aber jetzt wird es natürlich wichtig, jetzt müssen wir uns anschauen, das funktioniert zwar für die Grunderwerbsteuer, aber macht das Ganze denn auch für die Ertragssteuern auf Ebene der GmbH und für euch persönlich Sinn? Würde ja keinen Sinn machen, wenn wir jetzt sagen, wir geben jetzt hier Riesensummen in die GmbH rein, haben dann auf privater Ebene keine Steuerauswirkungen, vielleicht Grunderwerbsteuer bezahlt, aber dafür dann eben künftig deutlich höhere Gewinne, die wir versteuern müssen und zahlen dann hier mehr oder weniger den Vorteil der Grunderwerbsteuer in den Folgejahren mehrfach ans Finanzamt zurück. Und das ist eben genau nicht so, wollen wir uns einmal anschauen, was denn da genau passiert.
In der Handelsbilanz wäre es natürlich so, da gibt es ja lediglich den Begriff der Anschaffungskosten. Wir haben auch hier für die Immobilie im Kaufvertrag vereinbart 200.000 Euro, also sind das unsere Anschaffungskosten. Die Immobilien bei der Immobilien GmbH weisen wir dort als Anlagevermögen aus. 200.000 Euro wert, das haben wir über die Bank bezahlt oder eben als Darlehen von euch privat oder der Bank, sodass wir dann einfach hier sagen können, wir haben jetzt 200.000 Euro Anlagevermögen und auch da Eigenkapital vielleicht 25.000 Euro und Fremdkapital, wie gesagt, von euch oder von der Bank, dann eben auch im Differenzbetrag, sodass das Ganze wieder aufgeht. Jetzt sind wir noch auf Ebene der Steuerbilanz und auf Ebene der Steuerbilanz gibt es hier noch den Begriff der sogenannten verdeckten Einlage. Und die verdeckte Einlage sagt im Wesentlichen, wenn wir hier einen bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstand, und das ist bei einer Immobilie eben ganz klar der Fall, in die Gesellschaft einbringen und diese vergünstigte Einbringung oder die Übertragung unter dem gemeinen Wert eben auf dem Gesellschaftsverhältnis beruht, dann müssen wir einfach schauen, dann ist es hier eine verdeckte Einlage. Wir müssen das Ganze in der Steuerbilanz mit dem tatsächlichen Wert ausweisen. Das heißt also, hier haben wir jetzt Immobilienanlagevermögen mit unseren tatsächlichen 2 Millionen. Also anders als in der Handelsbilanz müssen wir die vollen 2 Millionen ausweisen. Wir bezahlen ja auch hier wieder nur 200.000 Euro Kaufpreis. Und der Differenzbetrag von jetzt 1,8 Millionen ist dann auf Ebene der GmbH in der Steuerbilanz einfach ein außerordentlicher Ertrag, sodass wir hier im nächsten Schritt im Eigenkapital einfach 1,8 Millionen Gewinn in diesem Jahr aus der verdeckten Einlage haben. Klingt jetzt natürlich erstmal schön, 1,8 Millionen Gewinn, die sind natürlich nie wirklich irgendwo entstanden und jetzt wollen wir ja schon gar keine Steuern darauf bezahlen, weil wenn wir jetzt auf 1,8 Millionen Euro auch noch Steuern bezahlen würden, dann haben wir zwar Grunderwerbsteuer gespart, im nächsten Schritt zahlen wir aber ein Vielfaches wieder an Körperschaftssteuer und oder vielleicht auch noch Gewerbesteuer mit dazu, sodass das Ganze dann eben einfach keinen Spaß mehr machen würde. Das Besondere an der verdeckten Einlage ist aber, dass dieser Ertrag von den 1,8 Millionen außerbilanziell wieder vollständig korrigiert wird. Das heißt, hier sagen wir haben zwar einen Ertrag von 1,8 Millionen, den können wir vor der Steuerberechnung aber wieder in voller Höhe reduzieren, sodass wir wieder hier einen Ertrag von 0 Euro aus diesem alleinigen Übertragungsgeschäft haben und effektiv daraus keine Steuern bezahlen. Und diese 1,8 Millionen werden jetzt noch zusätzlich in das sogenannte steuerliche Einlagekonto eingestellt. Das heißt, dort werden die Beträge, die eben nicht das Stammkapital sind, aber auf Gesellschafterebene in die Gesellschaft eingebracht wurden, werden dort gesondert festgehalten, weil ja diese Werte aus versteuertem Geld eingelegt wurden und dann eben künftig bei einer künftigen Gewinnausschüttung nicht mehr steuerverhaftet sein sollten. Schütten wir also jetzt in den Folgejahren Gewinne aus. Die Handelsbilanz ist ja so, dass wir dort nur 200.000 Euro Anschaffungskosten haben. Also können wir es fast nicht mehr vermeiden, dass handelsrechtliche Gewinne entstehen, weil wir ja nur noch ein Zehntel unseres Abschreibungsvolumens haben. Daraus entstehen dann Gewinne. Diese Gewinne können wir handelsrechtlich natürlich völlig normal ausschütten. Und auf Ebene der Steuerbilanz haben wir deutlich höhere Anschaffungskosten von 2 Millionen, die wir jetzt hier wieder abschreiben können, sodass dort keine oder nur sehr geringe Erträge oder Jahresüberschüsse entstehen. Und wir dann sagen, wir können zwar diesen kleinen Betrag, der da möglicherweise anfällt als Gewinn, Vortrag ausschütten. Danach wird ja aber dann unser Eigenkapital verwendet. In der sogenannten Verwendungsreihenfolge wäre das dann der nächste Schritt. Und die Verwendung dieses Eigenkapitals ist dann eben auch in der Steuererklärung die Verwendung unseres steuerlichen Einlagekontos. Und das Ganze funktioniert wieder steuerfrei. Ist ja auch nur systematisch logisch. Hättet ihr jetzt die Immobilie für 2 Millionen verkauft, dann könntet ihr ja genauso sagen, ich arbeite hier in einem Darlehen und bekomme ja auch diese 2 Millionen steuerfrei aus meiner Immobilien GmbH wieder zurück. Also haben wir hier den Wert gehoben. Das Geld, das wir eben als Wertsteigerung auf privater Ebene nicht versteuern müssen, können wir jetzt steuerneutral aus der Gesellschaft rausholen, haben künftig auch unsere laufende Steuerbelastung auf 15% reduziert. Und damit das Ganze auch noch richtig schön Spaß macht, unsere Grunderwerbsteuer von 5 auf lediglich 0,5% reduziert. Und das würde ich sagen, ist doch eine super Gestaltung, wie ihr eure Immobilien, nachdem ihr vielleicht Werte gesteigert habt, die Immobilie saniert habt, aus der Verlustzone rauskommt und vielleicht auch mit der Bank schon die Verbindlichkeiten abgebaut habt, wie ihr dann eure Immobilie wirklich steueroptimal in die Immobilien GmbH reinbekommt und dann eben von dort aus mit den Erträgen wirklich steueroptimal weiter wirtschaften könnt. Wir haben euch heute gezeigt, dass es durchaus Konstellationen geben kann, in denen es eben sinnvoll ist, eure Immobilie nicht zum Marktwert, sondern zu einem besonders günstigen Wert von euch privat an die Immobiliengesellschaft zu verkaufen. Und das Ganze eben mit dem schönen Nebeneffekt, dass wir zusätzlich neues Abschreibungsvolumen haben, darauf eine künftige niedrigere Steuerbelastung und unsere Gewinnausschüttungen dann sogar noch in den nächsten Jahr steuerfrei bekommen können. Also eine durchaus runde Gestaltung, die euch beim Vermögensaufbau innerhalb der GmbH oder auch auf privater Ebene deutlich voranbringen wird. Und da würde es mich einfach mal interessieren, habt ihr vielleicht schon Immobilien, habt ihr ein eigenes Steuerkonzept, habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Und falls du auch selbst so ein Immobilienkonzept hast oder vielleicht auch da noch eine Beratung brauchst, dass wir dir mal ein Konzept aufstellen können, dann habe ich ein Angebot für dich, dann geh doch mal gerne auf unsere Webseite
bucht er dort ein Analysegespräch. Wir schauen dann, wie wir dir individuell helfen können, erstellen mit dir zusammen ein Konzept. Das heißt, du hast dann auch für die nächsten Jahre einfach eine Struktur und Planbarkeit, wie du deinen Vermögensaufbau, deine steueroptimierte Gestaltung mit den Immobilien umsetzen kannst und dann auch so wirklich vorankommst. An der Stelle bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Da profitieren wir wirklich sehr davon und ihr bekommt auch einfach künftig dann alle Steuergestaltung und Steuertipps direkt auf dem Servierteller präsentiert. Und vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal.